Das fängt doch schon gut an, oder? Animal Shelter. So cute. Alter. Was für ein abgefahrenes Game und eine bestimmt ganz geile Game-Idee. Und wie in jedem neuen Game ist natürlich der Sound wieder zu laut. Wir schauen uns das Game mal an. Animal Shelter, frisch rausgekommen. Und ich gehe natürlich wieder blind rein. Absolut planlos. Gucken wir uns das Ganze an. Neues Spiel, würde ich sagen. Beziehungsweise stopp, erstmal Optionen. Wir können auf Deutsch stellen, das ist doch sehr nett. Und wir müssen natürlich beim Audio die Musik erstmal grausam runterstellen. Effektlautstärke auch einigermaßen runter anwenden. So, den Rest können wir dann selber hier regeln. Okay, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Neues Spiel, Animal Shelter Simulator. Hallo, bitte gib den Namen deines Tierheims ein. Wen retten wir heute? Wähle ein Tier, mit dem du dein Abenteuer beginnen kannst. Katze oder Hund? Hund, oh, oder Katze, oh. Geht das schon gut los. Bist du Hunde-Fan oder Katzen-Fan? Oder beides? Tja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an hier mit dem Benennen des Tierheims. Was haben wir hier? Wir nennen uns, ich würde sagen, Urlaubsopfer. Tierheim. Das wäre doch irgendwie was Passendes. Und was wird gerne am Urlaubs- oder vor Urlaubsreisen ausgesetzt? Hunde. Die nehmen wir als erstes. Jetzt hättest du Katzen gedacht, ne? Habe ich aber nicht. Hund habe ich genommen, Alten. So. Hundi Wauwau. Und damit gehen wir rein. Steuerung sich schon hier oben mit WASD und so Sachen. Alles klar. Willkommen in deinem persönlichen Tierheim. Wer hätte nicht gerne ein Tierheim? Hey, mein Freund, du bist hier, um dein eigenes Tierheim zu betreiben. Nicht schlecht. Kümmere dich um deine Tiere, finde ein neues Zuhause für sie, verbessere Sachen, okay, erweitere dein Tierheim und vieles mehr. Sieh dir an, was hier auf dich wartet. Alles klar, gehen wir rein. Ja, ich würde sagen, wir rennen hier erstmal rum. Grundsätzlich. Sieht schon mal gut aus hier. Vielleicht wird ja was vor der Tür abgestellt und abgeliefert. Erstmal müssen wir uns ein bisschen umgucken. Erstmal gucken wir uns hier um. Öffnen. Cool, ja, geil. Hier ist der Auslauf, alles klar. Indem du es hier frei laufen lassen und so weiter. Ja, ist klar. Auslauf halt, ne? Leer, leer, leer. Wir haben zwei Slots. Müssen wir hier für Wasser versorgen oder sowas? Poo-Bags? Seriously? Okay. Das heißt, die Leute können hier auslaufen und dann mit dem Poo-Bag hier so ein bisschen rumgrabben oder was? Das wird ja spannend, ey. Hoppala. Okay, geht doch. So, hier müssen wir hin. Da gehen wir natürlich als erstes nicht hin. Erstmal gucken wir uns weiter um. Sind hier Hunde und Katzen in den Kisten oder was? Nimm ein neues Tier in dein Tierheim auf. Ich weiß nicht, was es ist. Und was es soll. Kommen wir vielleicht später zu. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Überall jede Menge Wasserversorgung. Das ist nett. Abfallcontainer. Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann Müll wegbringen. Oh, was haben wir hier? Secret Place. Okay, hier soll man wahrscheinlich nicht hin. Dann gehen wir erstmal rein. Okay. Sehr gut. Hochauflösend. Toilettenpapier an den Becher. Ja, wir gehen erstmal schön
mit dem Testgen Kaffee, Alden, gehen wir erstmal schön ins Büro. So. Rein da. Jetzt habe ich den Kaffee hier. Weg damit. In Büro, Alden. Nutze den Computer, um viele der wichtigsten Dinge in deinem Tierheim zu überprüfen und zu erledigen. Klar. Tiere aufnehmen, ein neues Zuhause für sie suchen, im Geschäft nach Artikeln suchen und natürlich deine Statistiken kontrollieren. Alles an einem Ort. Sensationell, so ein Computer. Computer, Tierheim, Nachrichten, E-Mail. Enzyklopädie, der Shop. Ja, Jetzt kommen wir hier wirklich rein. Das war tatsächlich nur eine Info. Das ist doch nicht so schlecht. Das ist natürlich ein super Bild von einem Hundearsch. Nicht schlecht. Das ist doch toll. Was haben wir denn hier? E-Mails überprüfen. Wir haben keine E-Mails. Wir haben hier den Shop. Ausverkauft. Großes Futter. Große Futterschüssel. Essen. Arzneimittel. Im Moment alles Spielzeug, Deko, ach du Schande. Okay, alles ausverkauft. Was haben wir hier? Baumodus. Beende bitte erst die Mission. Okay, wir müssen da vielleicht mal reingucken. Okay, wir haben gar nicht viele andere Möglichkeiten. Das heißt, wir nehmen ihn hier auf. Nimm dieses Tier auf. Name geben. Heißt er nicht Riley? Kann man Tiere einfach umbenennen? Wenn man den jetzt 10 Jahre lang Riley genannt hat, kann man ihn dann einfach Billy nennen oder Hund? Sag mal was, so als Hundebesitzer. Ich würde sagen, wir lassen den einfach so, warum auch nicht. Vielleicht kann man ihn einfach auch später nochmal weiter umbenennen. Ist halt ein Hund, ne? So, warte bis das Auto, warte bis das Auto mit dem neuen Haustier ankommt. Kaffee da hinstellen. Jaha, ich komme. Hallo. Jaha. Hohoi. Kannst du dir ausdenken, Alter. Flupp. Jedes Tier sollte seinen eigenen Käfig haben. Nur ein Tier pro Käfig ist erlaubt. Setzen wir eins um, damit es sich etwas ausruhen kann. Ja, wir setzen eins um. Hundi! Wie, wir müssen eins umsetzen? Wo denn? Wie umsetzen? Sollen wir ihn nicht einfach reinsetzen? Was hältst du davon? Der arme Riley landet jetzt im Zwinger. Käfige. Zwinger genannt. Getrennt für Hunde und Katzen. Du kannst sie verwenden, um Tiere nach ihrer Ankunft im Tierheim oder nach der Behandlung ein wenig Ruhe zu gönnen. Es ist ihr persönlicher Raum in deinem Tierheim. Jeder Käfig hat seine eigene Tafel mit Informationen zum Tier. Ja, könnte man auch sagen, ist quasi wie ein Gefängnis. Also dann mal rein hier in den Knast, Alten. Kann ich ihn jetzt hier so hinwerfen? Oder was muss ich? Ja. Wie alle anderen Lebewesen müssen Katzen und Hunde essen und trinken. Oh, was? Verwende den Computer, um Nahrung und Wasser für sie zu kaufen. Alles klar, machen wir. Wir machen erstmal die Tür zu, ne? So, Riley, feini. Ja, feini. So. Der kommt hier so schnell nicht wieder. Jetzt aber mal Ruhe hier. Der kommt so schnell nicht wieder raus. Was haben wir denn jetzt für ihn? Hunger auf jeden Fall. Durst, naja, geht so. Sich erleichtern, spielen, Hygiene, Gesundheit. Lern das Tier besser kennen, um die Eigenschaften aufzudecken. Okay. Das könnte ganz wild werden. Wir sorgen erstmal für Food. Hier ist ein Helikopterlandeplatz. Hier ist nicht wirklich ein Helikopterlandeplatz, oder? Ich hoffe nicht. Mitten im Tierheim. Hallo Computer. Bililip. Futter. Shop. Günstiges Hundefutter. Wasserkanister. Ja, das finde ich fair.
Wir kaufen erstmal eins günstiges Hundefutter und eins Wasserkanister. Warenkorb. How-to-Bestell-Sachen im Internet. Muss ich da jetzt irgendwo hinklicken? Wo ist denn hier abschließen? Danke. So. Bla bla bla, Gegenstände, Mausrad 1 und 0 und Tab und so werden wir schon irgendwie hinkriegen. Oh, hier ist ein Scanner. Ich könnte den Hund einfach scannen, dann haben wir zwei. Nee! Nee! The future is now, Alden! Und ich sag noch Helikopterlandeplatz, Alden. What? Mit der Drohne geliefert? Alter, was Amazon schon fortschrittlich ist. Nicht schlecht. Verstaue deine Sachen. Lirum larum und so weiter. Ja, ist klar. Ja. Ist das jetzt weg? Geht das auch irgendwann weg? Heb hoch. Ah, ich muss es wahrscheinlich in den Müll schmeißen. Egal. So, beende zuerst die Mission, sagt er hier. Fülle Futterschale auf. Und da oben ist auch schon so ein Warnzeichen. Wie kriegen wir denn... Riley hat Hunger. Er hat mächtig Knast, Alden. Ja, Riley. Ja, entspann dich mal. So. Wasser. Wasser. Auf der 1, auf der 2. Das ist wahrscheinlich Wasser. Wait a minute. Ich kaufe Wasser und lass mir Wasser liefern? Ist hier nicht eine Pfütze oder hat er da hingeschifft? Sag mal, Riley, hast du hier hingeschifft oder was? Heiligsblechle, da müssen wir aber erstmal ran, ey. So, fressen. So ein paar Breckis. Das sieht aber auch richtig lecker aus. Heieieiei, ey. Die Bedürfnisse des Tieres müssen systematisch erfüllt werden. Ja, essen und trinken. Und muss ich jetzt schon wieder? Soll ich jetzt wieder nachfüllen oder was? Ist ja geil. Oh, mach mal nicht so schnell, Alden. Du platzt ja noch, aller Bänger. Heb hoch, weitere Infos für Kuh. Okay. Bedürfnisse der Tiere. Hunger, Durst, volle Blase, Spielhygiene und Gesundheit. Achte genau auf diese Bedürfnisse, da sie alle Einfluss auf ihre Adoptionseignung haben. Oh, okay. Je höher die Adoptionseignung der Haustiere, desto eher finden sie ein neues Zuhause. So, und was hat er hier? Der ist doch quasi wie dafür gemacht. Er müsste nur mal eine Runde schiffen gehen, Alden. Noch ein bisschen was snacken. Guck mal, wie er hier wedelt. Kriegt er noch ein paar Breckis. So. Flap, 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 flap. Ja, 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 feini. So, was muss man jetzt machen mit ihm? Jetzt hochheben. Nach dem Essen hochheben. Streicheln. Ei. Ach, jetzt ist schon Streichelanimation? Wahrscheinlich geht das so. Was haben wir hier noch? Heb hoch. Werf weg. Heb hoch. Werf weg. Streicheln. Geil. Kriegt er Points für, Alter. So, jetzt hat er ja hier ein paar Herzen. Oh, hier ist noch ein Ball, ey. Ehre. Spiel mit den Tieren. Ja, kriegen wir da hin, Alter. Hier, Hund. Hier ist der Ball. Willst du den Ball? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich bin einfach zu lost, um den Ball zu werfen, Alden. Kannst du mir da helfen, Hund? Hm, Funst. Okay, er kann auf jeden Fall schon mal den Ball holen. Und er ist ja schon ein bisschen wild, ey. Und er hat auf jeden Fall schon mal ein Level up. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, dein Hund ist zur Adoption bereit. Aha. Moment, wo steht das? Wow, okay, wir müssen den tatsächlich, diesen Herzbalken da oben komplett voll machen. Krass. Genug gespielt. Verwende den Computer, geh in die Rubrik Shop, um eine Kamera zu kaufen. Okay, jetzt wird es hier aber wild. Spielzeug, sonstiges, Kamera. Ja, reicht doch einer, oder? Danke. Achtung, jetzt kommt der Heli. Kriegen wir schon mal schnell raus. Alter. To the moon. Das ist schon das Allergeilste am Game, Alter. Das Schlimmste ist, ich weiß nicht, was ich mit den ollen Kisten hier machen soll. Warum kann denn die Drohne die olle Kiste nicht wieder mitnehmen? Waste! Mache ein Foto von deinem Tier. Ist klar. Wir machen so ein trauriges Foto. Wie er so eingesperrt. Hör mal auf zu wedeln, Alter. Du musst mal so ein bisschen traurig gucken. Und dann müssen hier so Gitter sein und sowas alles. So, Kamera. Oh, ich kann sogar runter in die Knie. Nee, nicht... Ja, so, traurig. Traurig. Entferne... Okay. Ja, hier, in der Ecke, genau. Das ist gut. Guck traurig in die Ferne. So. Na gut, beim Wedeln hört das, sieht man... Stopp. Passt das? Sehe ich das Foto? Hier ist auf der 4, ist das Foto, oder? Er guckt so in die... Wir nehmen das einfach. Ja, passt schon. So, jetzt haben wir ein Foto. Scan das fertige Foto mit dem Scanner. Alter, wo sind wir hier? Weil fliegen hier die Drohnen rum. Aber wir haben hier eine analoge Kamera, oder was? Für 200 Mark eine analoge Kamera gekauft. So, haben wir gescannt. Anzeige zu erstellen, verwende den Computer. Alles klar, wir müssen eine Anzeige erstellen. Tierheim. Galerie. Riley, Alter. Weitere Informationen. Finde ein Zuhause. Ehre. Foto hochladen. Ette hier. Alter, das ist ja richtige Arbeit. Beschreibung. Sieh dir aus, bla bla bla. Süß. Riley, finde ein neues Zuhause. Vielen Dank für deine Veröffentlichung. Jetzt müssen wir entscheiden, welcher Bänger unseren Sweetie hier bekommt, oder was? Dominik Baumann oder Raphael Hartmann? Schicke einen Mitarbeiter zur Kontrolle. Der guckt schon böse. Guckt der schon böse? Nimmersatt, berühmt für ihre Natur. Nimmersatts essen häufiger als andere Tiere unerwünschte Eigenschaften. Glücklich. Die haben wir doch. Okay, wir nehmen den ersten nicht, wir nehmen einfach sie. Denn da haben wir ja irgendwie einen Match. Oh, hier steht auch noch eine Info. Ein glückliches Haustier wäre ideal für meine Familie. Ich liebe Tiere. Ich liebe es schon jetzt. Aber ich möchte nicht ständig damit beschäftigt sein. Tiere sind ziemlich nervig. Aber ich liebe sie wirklich. Eieieiei. Nahrung für sie zu kaufen, also mein Haustier und so. Kein Vielfraß sein. Ja, ist ja auch teuer, so ein Tier, ne? Das soll mir schnell vertrauen. Mit freundlichen Grüßen, Dominik Baumann. Unterschrieben, Dominik Baumann. Ja. Wir können ablehnen oder wir können einen Mitarbeiter hinschicken. Können wir nicht einfach sagen, ja, hier, nimm? Hier, schieb rüber. Und was ist da denn? Wir können den... Was war denn das? Wir können den stumm stellen. Er ist ein kleiner Teufel, aber er ist auch voll glücklich. So. Und bevor er jetzt hier gleich anfängt zu kacken und wir das wegmachen müssen, sollten wir doch mal zusehen, dass wir den hier loswerden, oder? Oh, wir können hier was anpassen. Möchten Sie Haustier Rider an diese Person abgeben? Ja.
Der neue Besitzer kommt bald. Oh, wow, wow. Piep. Ja, wie? Muss ich den da jetzt reinschmeißen? Drücke die rechte Maustaste, um den Hund abzuholen. Hä? Platziere den Hund im Auto. Wo ist denn das Körbchen, Alter? Tschüss, Riley! Jackpot, Alter! Alter! Alter, ich hab den Jackpot geknackt. Ich krieg... Alter, wo ist hier Pay... Wo kommt jetzt Cash? Reputation? Ich dachte, ich krieg jetzt hier Kohle. Klick auf diese Taste. Fertig. Das ging schnell. So, und jetzt haben wir hier den nächsten Job. Übergibt das Tier an die neue Familie. 2 Stück. Also, wir brauchen 2 neue Tiere. Alter, hier kommen die Kohlen. Guck mal hier. Ich bin so glücklich mit meinem neuen Haustier. Also dem aus ihrem Tierheim. Der, Dog. Erfüllt alle meine Erwartungen. Ist ja erstaunlich, Alter. Das ist ein Hund. Glücklich und so weiter. Hier als Geschenk 782 Ocken als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, Hauptsache wir haben die Kohle. Nachricht löschen. Dankeschön. Okay, hier haben wir ganz viele traurige Tiere. Er hat einen Knoblauch auf dem Kopf. Wir haben auch ein bisschen verrückte Tiere. Wir haben den Bubba, Fischer und Gigi und Chester. Erfüllt nicht die Anforderung. Ja, weil er bestimmt irgendwie kaputt ist. Erfüllt nicht die Anforderung. Okay, wir nehmen einfach erstmal die schönen Tiere und die guten. Wir nehmen mal hier den Theo. Nimm auf. Hallo Theo. Und wir nehmen den Fischer, Alter. Okay, wir nehmen ihn noch nicht. Hallo Hund. Danke. Rinje hauen. So, Essen ist schon drin, alles richtig gemacht. Haus of Ryan, bis später, Alten. Ab einem gewissen Moment ist das hier einfach nur noch ein Business. Ich liebe meinen Job. So, wo ist der nächste Hund, Alter? Hier, Fischer. Fischer ist ein komplett bescheuerter Name. Wir nennen ihn Plötze. So, viel besser. Next. Komm ran hier. Danke. Hallo Plötze. So. Rein. Oh scheiße, ist das ein Kampfhund oder sowas? Er sieht jetzt schon aggressiv aus. So, die brauchen bestimmt irgendwie was zu essen und zu trinken. Oh ne, bellen die jetzt auch noch? Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin voll der Tierfreund. So, lecker, lecker. Okay, Hunger und Durst und so Sachen. Und spielen wollen sie auch noch. Kann ich mit beiden gleichzeitig spielen? Er ist laut. Und, er hat gerne einen vollen Bauch. Ja, habe ich auch gerne. Er auch. Und verschmust ist er auch noch. Okay, Hunger und Durst geht jetzt hier schön hoch. Hier auch. Und kacken wollen sie aber auch gleich beide. Weil sie halt so viel gefressen haben, ne? Jetzt machen wir erstmal schön Fotos von denen. Zack. Und hier den auch direkt. Na gut, das sieht vielleicht ein bisschen wack aus, das Foto. Kriegen wir nicht mal eben die Tür auf. Danke. Ja, hier Hund. Das hat gerade ganz gut gewirkt bei dir. So, danke. Komm spielen. Ah ne, erstmal streicheln. Ei, feini, ja.
Na, 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 na. So, dann hochheben. Dann runterstellen. Dann hochheben, nee, streicheln. Du hast ich dachte schon, er hat gerade gekackt. So, dann rausschmeißen. Wo ist das Ball? Hier Ball. Hier Hund Ball. Hund, nimm den Ball. Ist aber geil, dass die alle schon direkt hier den immer ranschmeißen und so Sachen und sagen, boah, geil. Ob Hunde das immer machen? Und ist dieses Quietschen nicht irgendwie... Ist das Quietschen nicht irgendwie komisch für so einen Hund? Wie, noch mehr oder was? So, was sagt jetzt hier seine... Was sagen seine Stats? Er muss gleich mal ordentlich abkacken. Aber er will bestimmt auch irgendwie gestreichelt werden. Feini. Guck mal, wie er gucken kann, wenn er gestreichelt wird. Oh, Liebe. Das ist geil. Schön die Bindung zu mir aufbauen. Und dann wirst du bald wieder weggeschickt. Siehste. So, jetzt nehmen wir ihn nochmal hoch. Feini. Ein bisschen schütteln oder so. Na, na, na. Und dann Ball werfen. So, was sagen die Stats? Ich weiß, vielleicht müssen wir den irgendwie länger aufheben hier oder so. Irgendwas fehlt auf jeden Fall bei ihm. Ja, was denn? Und irgendwie reicht das noch nicht. Der kommt auch immer wieder. Ja, es wäre natürlich interessant. Oh, Alter. Maximale Liebe. Geht das jetzt? Wird das jetzt mehr? Muss ich den irgendwie... Oh, guck mal hier! Nee, sag bloß, ich muss hier ordentlich an ihm rumschrubben. Irgendwie nicht, muss ich an ihm rumklicken? Nee. Ich hol den anderen auch raus. Vielleicht können die sich da ein bisschen betteln. Ja. Dogfight. Jetzt streichel ich ihn. Hast du davon? Findet er das eigentlich gut? Guck mal, der ist doch auch schon fast happy, ey. Der hat hier hingepisst. Die Sau. Du wischst das jetzt schön weg, Fräuleinchen. So, hast du den Ball gefressen oder was? Ach nee. Ey, warte mal, der ist doch schon fertig hier. Die sind doch beide schon fertig. Die sind beide schon fertig. Perfekt. Perfekt. Guck mal, geht doch, ey. Jetzt können wir die beide schon loswerden. Wir verhökern die jetzt beide. Bevor die noch mehr fressen und so Sachen, schnell loswerden. So, Theo. Wie war das nun? Hier, Info. Was ist er? Er ist ein Dummi. Ja, passt. Und er ist laut. Ja, das sind die dummen Leute halt, ne? Finde ein neues Zuhause für Theo. Ja. Foto. Auswählen. Falsches Foto? Ach, scheiße, ich muss die Fotos wieder hochladen. Als ob das so wichtig wäre, ey. Scanner. Ja. Ach, wir nehmen einfach das Foto hier. Das ist doch auch schön. Direkt so durch den... Durch den Käfig. Kann ich das wegwerfen? So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Tiere. Theo. Information. Finde ein Zuhause für Theo. Bild hochladen. Ja, aber jetzt muss ich das wirklich raussuchen hier. Ei, ei, ei. Wir nehmen hier einfach Theo. Auswählen. Finde ein Zuhause. Okay. So, Plötze. Finde ein Zuhause. Foto. Plötze. Ehre. Okay.
Auf E-Mails warten. Nee, warte, wie war das? Da kommt schon jemand. Beende bitte erst. Da, komm mal. Guck mal da, da, guck mal da. Interessiert sich für Theo. Hallo! Sieht ein bisschen aus wie ein Psychopath. Das Tier wird leicht wütend. Ja, Alter, aber Theo hat auch hier. Hat Theo nicht diese komischen Eigenschaften? Nee, ist ein Dulli und ist laut. Wenig Auslaufbedarf. Ja, ideal ist es ist anders, ne? Wir gehen mal zurück. Ach du Scheiße! Wer kommt denn jetzt hier noch? Arno Wolf interessiert sich für Plötze. Hallo Arno Wolf. Plötze ist ein Dulli und verschmust. Hätte gern glücklich. Achso, nee, kein Dulli. Glücklich. Ja, ist doch ein Match, Alter. Passt doch. Was sagt der so? Mein Name ist Arno Wolf. Ja, glücklich. Ich mag kein problematisches Tier. Ja, das ist der Grund, warum er jetzt ja auch schon ausgesetzt wurde. Deswegen passt das doch. Ab dafür. So, was haben wir hier noch? Arno Wolf kommt. Ei, 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 ei. Leiser Hund. Okay, du bist schon eine Problemperson. Dich nehmen wir schon mal gar nicht hier. Schon mal ablehnen. Lehne ich ab. Jaha! So, Feini, wen wollten die haben jetzt? Scheiße, ich bringe denen gleich den falschen Hund, ne? Wen wollten die? Steht das irgendwo? Was war das jetzt? Was wollte er jetzt haben? Und welcher ist welcher? Das ist der Theo. Wollten die den Theo? Warte mal, Theo? Das ist der Dulli. Und das ist Plötze. Ich glaube, den wollten die. Der so happy ist. Nicht, dass ich den falschen Hund gebe. Hier. Hüpf! Tschüssing! Bis später! Bleib dem Fahrzeug fern. Vorsicht, das Fahrzeug fällt gleich los. Jackpot, Alter. Alter, Reputation, Alter. 312. Herzlichen Glückwunsch. Neue Elemente wurde freigeschaltet. Jawolski, ey. Jetzt müssen wir erstmal den anderen Köder Hund wieder loswerden. Hep. So, Theo. Er will Michael Zimmermann. Ja, weitere Infos zu ihm hier. Er sucht ein... Ah ne, unerwünscht. Er will keinen Dummi. Leise und ja gut. Hast halt Pech, Alter. Dann such dir einen Hamster, dann bist du halt der verkehrte Typ für einen Hund. Vielleicht solltest du dir mal ein bisschen Gedanken darüber machen. Wenn du halt scheiße bist, dann hol dir keinen Hund. So, die waren glaube ich auch schon doof. Nicht aggressiv, erwünscht. Große Blase. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn jetzt auf große Blase trainieren oder was? Ich kann ihn ja mal ordentlich vollfüllen. Hm. Unerwünschte Eigenschaften. Nicht aggressiv. Und macht irgendwie Unfug. Naja, macht er ja nicht. Ist halt nur ein bisschen laut und halt ein bisschen dumm. Das passt schon, raus damit. Komm, Theo. Geht ab jetzt. Nicht, dass er noch irgendwann wegfrisst hier. So. Feini. Ab geht es. Aus der Rhein, Alden. Mau. Ach ne, Hund. Ehre. Erweitere das Tierheim. Affen geil. Und damit
Dieser Wicht, der Theo. Und der Feierabend ist auch weg. Abgefahren. Wir sehen uns im nächsten Video hier zu dem Tierheim-Glücksspiel-Simulator. Bim, 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 bim. Jackpot. Rinjauen, wenn das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen für den Kanal. Und ein Abo für mich. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch.